Dann nehmen wir mal unseren Mut zusammen und springen da jetzt einfach runter. Talan hat ja auch keinen Fallschaden genommen, also hoffen wir mal, dass wenn wir jetzt aktiv runterspringen, statt runtergefallen zu werden, wir auch keinen Schaden nehmen. Tun wir aber. So, wo sind wir? Wir sind ganz woanders. Nein! Das ist jetzt ärgerlich. Ich scheine nicht mehr auf derselben Etage zu sein wie sie. Ich wechsle mal kurz. Oh, doch. Ah, wir können die Gruppe wieder zusammenfügen. Sehr schön. Aber bitte leider nicht in der ersten Reihe. So. Also, Gwendolyn vorne, dann Tirik, dann Myrim, dann Yallen, dann Talana. So. Das hätte wesentlich übler enden können. Es gibt ja auch so eine Schächte, die haben in der Mitte so eine kleine Abzweigung. Da kann man nach links und rechts rutschen. Das wäre jetzt ganz und gar nicht gut gewesen. Also, ich habe als DSA-Meister mal solche Schächte entwickelt. Das war denn ganz toll für die Gruppe. So. Wir könnten uns dahin teleportieren. Aber wir sollten erstmal gucken, was hier allgemein noch so ist. Können wir da wieder hoch? Nein. Wir haben zwar jetzt ein Seil, aber das können wir wohl nicht hochwerfen und da irgendwo festmachen. Ist ja schließlich kein Enterhaken. Na gut, die Kräuter halten anscheinend noch. Dann gehen wir einfach mal langsam vorwärts. Du... Oh, es sind nur drei Skelette. Okay, dann gehst du mal da in die Ecke. Wartest ab. Du stürmst einfach auf den zu. Und die Elfen kümmern sich um das Skelett hier. So, du gehst da mal an die Seite, falls einer der Elfen gleich nichts zu tun hat. Und du hilfst Gerugon ein wenig. So, stehst du schon richtig? Nein, tust du nicht. Dann geh doch mal bitte dahin. Schieß auf den. Noch sieht's okay aus. So, du schießt dem in den Rücken und hoffst, dass du dabei nicht alle triffst. Die halten ein wenig mehr aus als das Skelett eben. Aber wir sind ja auch eine Etage tiefer und somit wahrscheinlich dem Ursprung allen Übels hier etwas näher, wodurch dann vielleicht auch die Untoten stärker sind. Aber wahrscheinlich mache ich mir einfach nur wieder zu viele Gedanken. So, draufhauen hilft immer. Stimmt's, Derek? Genau. Schieß dem in die Seite. Und du läufst jetzt ganz weit bis da hinten hin. Du wartest wieder ab. Und ihr macht, was ihr immer gemacht habt. Alte Option. So, du schießt den nochmal an. Der müsste eigentlich auch bald zusammenfallen. Weglaufen tun die ja hoffentlich nicht. Es gibt nichts Peinlicheres als weglaufende Untote bei Rollenspielen. Und ja, das habe ich schon mehrfach gesehen. So. Ah, echt zähe Burschen. Oder es waren mal zähe Burschen. Komm schon, Derek. Du, immer noch auf den. Die wollen echt nicht unsterben. Machen wir mal kurz Computerkampf an. Eigentlich dürfte da jetzt ja nichts schief gehen, außer Talana natürlich. Aber mit Talana habe ich ja schon fast gerechnet. Oh, und die Elfen machen automatisch ihren Tanz. Das ist ja auch nicht schlecht. So, drei Schwerter dabei, die wollen wir aber nicht mitnehmen. Und sechs Abenteuerpunkte. So weit, so gut. Dann schleichen wir mal Schritt für Schritt hier weiter voran. Die Luft hier nimmt einen sanften, violetten Ton an. Gwendolyn stund urplötzlich auf. Sie spürt, wie eine beklemmende, eisige Kälte und Starre in sie aufsteigt und sich binnen Sekunden nicht mehr rühren kann. Gwendolyn ist versteinert. Oh. Gerugon stöhnt urplötzlich auf. Tirik stöhnt urplötzlich auf. Yallen stöhnt urplötzlich auf. Und Nena. Alle sind versteinert. Oh, weia. Okay. Talana, zieh ganz schnell deinen Ring an.
Also wahrscheinlich ist sie als einzige nicht versteinert worden, weil sie so einen hohen Magieresistenzwert hat. Okay. Wir können uns mit dem Transversalis nicht nach oben teleportieren. Das heißt, wir müssen jetzt möglichst schnell einen Ausgang finden und dürfen dabei auf keinen Fall in irgendwelche Kämpfe verwickelt werden. Wir sprechen jetzt einfach hier mal ein Penetrizel. Oh, Mürrem. Mürrem ist auch noch da. Oh, sehr gut. Magieresistenz 8. Jelen hatte nur 6. Terika hatte 7. Und die beiden 5. Also scheint 8 wirklich die Grenze zu sein. Das ist sehr gut. Das können wir uns merken. Das heißt, wenn wir das nächste Mal hierher kommen, jetzt will ich erstmal nur fliehen und neue Zaubertränke kaufen. Wenn wir das nächste Mal hierher kommen, muss jeder Held mindestens 8 Magieresistenz haben. Das heißt, wir sollten uns irgendwelche Kräuter oder andere Sachen zulegen. Aber jetzt erstmal das Wichtigste. Was machen wir? Haben wir einen Zauber, um das vielleicht aufzuheben? Versteinert. Zauber, Talana. Verwandlung. Paraly, Paralei. Oder so ähnlich. Ich glaube, der ist das. Also die beiden Zauber hier. Einer macht, glaube ich, den Gegner in irgendwelche Tiere oder Pilze oder ähnliches verwandeln. Und der andere entweder versteinert er oder entsteinert er. Was haben wir noch? Haben wir bei der Heilung vielleicht irgendwas? Nein. Haben wir bei Antimagie etwas? Verwandlung beenden. Zählt Versteinerung als Verwandlung? Fragen über Fragen haben wir aber eh bei minus 7. Das wird also auch nichts. Bewegung? Weil sie sich nicht mehr bewegen können? Nein, wahrscheinlich nicht. Veränderung. Hartes Schmelze? Aber sie wollen nicht, dass unsere Helden schmelzen, sondern dass sie wieder sich bewegen können. Nee, ich glaube, hier ist auch nichts bei. Nicht gut. Also wir müssen wirklich raus und irgendeinen Heiler oder Tempel aufsuchen. Wie viel Astralenergie hast du jetzt gerade? Du hast gerade 52. Dann sprich doch gerne mal ein Penetrizel und dann gucken, wie viel sie noch danach hat. Also um rauszufinden, wie viel Astralenergie ein Penetrizel kostet. Wenn der günstig ist, können wir dir immer wieder mal sprechen, um einen schnellen Weg hier rauszufinden. Na gut, also sie hat jetzt 52. Talana? Hellsicht, Penetrizel. Sie hat jetzt 49, also 3 Astralenergie. Was sagt die Karte? Die Karte hat nicht sehr viel aufgedeckt. Also wirklich nur 1-2 Felder Radius. Das heißt, wir sollten es eigentlich nur an der Mauer sprechen. Na gut, gehen wir einfach mal hier rum da runter. Und hoffen, dass da jetzt nicht noch irgendwelche Garstigen. Da ist eine Truhe, da gehe ich nicht hin. Bei einer Truhe können Gegner sein, da gehe ich nicht hin. So, was haben wir hier? Ah. Hier haben wir eine Sackgasse offensichtlich. Und ich kann nicht direkt da hingucken. Also es sieht so aus, als wenn es hier jetzt da rumgeht und dann ist hier irgendwo eine Truhe. Das heißt aber auch, dass es da dann nicht weitergehen wird, hinter der Truhe. Das heißt, wir sprechen jetzt hier nochmal ein Penetrizel und hoffen, dass rechts von uns, also im Osten, irgendwo ein weiterer Raum ist, wo man nur durch eine Geheimtür hinkommt oder durch Teleportation. Also, Talana. Hellsicht, Penetrizel. Und ja, da ist ein Raum. Sehr schön. Wir können jetzt die Wand abchecken. Also die auf jeden Fall. Geht aber leider nicht. Dann können wir noch die da unten und die da oben überprüfen. Wir gehen dann aber halt nur die Chance ein oder das Risiko, dass da irgendwelche Gegner sind. Probieren wir es einfach mal. Zack. Und ja, hier können wir durch. Da ist noch eine Truhe. Was nicht unbedingt gut ist. Und da unten geht's weiter. Also ich ignoriere jetzt erstmal alle Truhen, da ich nicht eingehen will, dass da irgendein Kampf auf uns wartet. Und da ist noch eine Sackgasse. Mist. Dahinter wird wahrscheinlich nichts sein. Vielleicht ist im Süden was, aber das ist auch ganz schön eng. Norden sieht noch gut aus. Also gehen wir mal einen Schritt nach Norden. Noch einen Schritt. Und da ist schon die Kiste. Aufmachen. Mürrem hat keinen Dietrich. Na komm, dann machen wir jetzt auch
Veränderung? Nein. Bewegung. Foramen. Foramen. Nö. Will er nicht. Na gut. Dann sprechen wir halt hier jetzt nochmal Hellsicht. Pintritzel. Und bitte lass deinen Ausgang sein. Ja, da geht's weiter. Sehr schön. Wollen wir uns dahin transversalisieren? Oder wollen wir dadurch gehen versuchen und dadurch gehen? Oder allgemein hier oben? Also hier können wir so oder so probieren. Geht es nicht. Der Weg zurück ist auch sicher. Wo war der Weg zurück? Nein. Ach du. Es war eine Einwegwand. Auch nicht schlecht. Na gut, dann müssen wir also jetzt in Transversale sprechen. Das wird gut in die Astralenergie gehen. Sie hat jetzt 35. Zaubern, Talana, Bewegung. Transversale ist erst geglückt, anscheinend. Und wir springen mal... wo springen wir hin? Da, wo wir am meisten sehen können. Also hier, denke ich mal. So. Klick. Und mitten in einen Kampf rein. Sie hat in ihrer Hand den Ring. Was hat sie noch im Inventar? Irgendwas, was sie benutzen kann? Sie hat noch ein Gift. Also sie könnte Suizid begehen. Das wollen wir nicht unbedingt. Wir können versuchen zu fliehen, aber ich weiß nicht, was da mit den restlichen Helden passiert. Also lassen wir jetzt mal Mürrem ein wenig die Arbeit tun. Du gehst mal weg. Du gehst mal weiter weg. Achso, da ist irgendwann im Weg. Das könnte jetzt Mürrem sein, also sollten wir da weggehen. Nee, da steht Mürrem. Gut. Also du gehst jetzt mal... dahin. Wechselst deine Waffe zu einem Mengbila. Und wenn einer rankommt, wird er einfach gepiekst und kriegt hoffentlich sehr, sehr viel Schaden, weil das diese Einwegwaffe ist. Und wenn die nicht schnell genug rankommen, dann schmeißt sie halt einen Fulmen. Abwarten. Du stellst dich mal daneben und wartest ab. So, und du zauberst. Kampf. Fulminictus auf den da. Zack, der wird tot. So, abwarten. Wir könnten jetzt vielleicht noch einen werfen. Aber ich glaube, ich piek's den lieber. Angriff. In der Hoffnung, dass das Gift überhaupt bei Untoten wirkt. Tut es anscheinend nicht. Okay, abwarten. Oh, die Waffe ist nicht kaputt gegangen. Denn es ist vielleicht doch nicht dieselbe Waffe wie beim letzten Mal. Und sie trifft ziemlich gut, wenn ich es mal so sagen darf. Dann haut Talana mit ihrem Stock doch auch mal mit rein. Ah, die Zombies haben wahrscheinlich einen sehr schlechten Paradewert. Was ja auch Sinn macht. Und geschafft. 2 Abenteuerpunkte. Mann, Mann, Mann. Wir sind wohl mitten in einem Korridor reingesprungen. Es ist die Frage, ob im Osten oder im Westen der Ausgang ist. Wie viel Astralenergie haben wir? 22. Sprechen wir gleich nochmal in Penetritzel. Hellsicht. Penetritzel. Da oben sind auch noch irgendwelche Räume. Was für ein Chaos. Wir hätten definitiv erstmal nach Warnheim reisen sollen und Zaubertränke kaufen. Können wir auf das Inventar noch zugreifen von denen? Was haben wir denn hier? Eine Tonne ist... ein Ilmenblatt. Ein Belmartblatt. Oh, eins von den beiden beugt die Krankheiten vor. Krötenschimmel wollen wir nicht essen. Wir haben noch Gegengifte, Körperkraft, Mutelixier, Heiltränke. Ja, wir werden wahrscheinlich demnächst in den Nahkampf übergehen müssen. Und dann können wir auch die Heiltränke trinken. Die Kristallkugel geben wir mal... Mürren. Oh, und wir können das Gewicht zu unserer Versteinerten verlagern.
Mürrum hat wieder 7. Gut. Mürrum geht nach vorne mit der Kristallkugel und wahrscheinlich auch dem höheren Gefahreninstinktwert, um möglichen Sachen auszuweichen. So. Und dann Westen oder Osten? Westen oder Osten? Gut. Speichern wir erstmal wieder ab. Speichern. Da. LP 66. Und wir sehen uns gleich wieder.